helle Farbe vielleicht. Komm. Wir probieren's. Husch. Das wäre eine helle Farbe. Ich glaube, hell ist in dem Fall... Wir machen mal heller, ne? So, ich weiß auch noch nicht, ob ich hier wirklich eine Farbe lasse oder eine Treppenreihe oder zwei. Das weiß ich nicht. Nach unten, wie gesagt, eine. Klar. Ich wäre in dem Farbstil geblieben, also einheitlich bei dem Projekt. Ja, natürlich. Einheitlich, alles okay. Aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob heller oder dunkler. Wobei, du meinst hier wegen den Dings, also weil das hier dunkler ist. Die Kommoden sind dunkler. Dann hast du hier dunkler und du hast auch draußen dunkel, meinst du, ne? So meinst du das. Schränke kann ich lassen. Ja, wie gesagt, ich guck mal. Ich glaube, die dunkle sieht doch besser aus als Treppe. Weil wenn ich hier die hellen reinpacke, ne, testweise, das wirkt merkwürdig. Es wirkt zu hell. Als Treppe wirkt zu hell. Ich lasse die dunkle. Ja, okay. Das war weit genug zurück. Okay, so. Oder was meintest du mit Farbstil? Welches meintest du, hättest du geändert? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich glaube, die Badezimmer sind dann mehr oder weniger fertig. Die Frage ist, machen wir es einheitlich? Genau, ähnliches wie im hellen Holz. Einheitlich, links und rechts? Oder lieber nur... Ich probiere mal. Moment, wir probieren mal. Wie sieht das aus? Ah ja. Da bist du auf dem Klo beleuchtet. Aber gut. Hauptsache, die Sims haben Licht. Das eine, sonst sieht das so irgendwie nur einseitig aus. Das sieht so wie halb vergessen aus. Was meint ihr? Beide Seiten oder einseitig? Huch, ich hab... Da war was wieder gelöscht worden. Hinters Klo... Naja, ich würde es gerne an der Seite hier lassen. Ich weiß, was du meinst. So. Ja, kann man machen, würde ich aber ungerne, weil... Du hast hier so einen schönen Trennbereich. Es kommt ja hier... Habe ich jetzt leider nicht eingefärbt, wie ich gerade sehe. Hier ist ja so eine kleine Trennwand, wie du siehst. Und diese Trennwand, die wirkt halt ganz gut, wenn du hier so einen Strich hast. Die ist übrigens in der falschen Farbe, glaube ich. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die drin lasse. Genau, andersfarbig ja, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, in welcher Farbe. Lass mal kurz gucken, was es gibt. Okay, jetzt zeigt das an. Gibt's die? Ja, das war ja der Witz dran, als die unlackiert war, diese Wand. Also, ich packe jetzt hier gerade einfach mal irgendeine Farbe ran. Als die keine Farbe hatte, also sozusagen grau war, sah sie eigentlich am besten aus, ne? Ja, Mama weiß. Es ist ein bisschen schade, dass man die nicht einseitig einfärben kann. Also hier auf der Seite nehmen wir alles zurück, das geht doch.
Moment. Zack, zack, zack. Okay, an der Kante macht er komplett. Aha. Also, entweder machen wir sie komplett weiß. Nochmal gucken. Oder wir machen. Wartet mal. Gab es nicht was mit Motiv? Endlich mal auf der anderen Seite. Wartet. Mich interessiert es nochmal, wie es aussieht. Also ist die falsche Farbe gerade. Ja, das ist mir klar. Wartet. Wie wär's denn, wenn wir... Duschkabinenartig. Nee, nicht komplett, aber den Duschbereich eventuell noch weiß. Sowas meinte ich. Deswegen ja, so irgendwie einfärben. Es würde gehen. Auch wenn die Kante nicht so hübsch ist, ja. Also wir haben hier sozusagen jetzt eigentlich die falsche Farbgebung. Oder alternativ, wir machen das anders. Wartet. Hat sie mir eigentlich anders noch besser gefallen. Die Lampe ranziehen. Nein. Aus. Du meinst die hier? Okay, dann ist... Nee, das geht nicht. Wenn ich sozusagen hier... Dann ist die Toilette im Dunkeln. Man könnte sie hier irgendwie ranziehen, ja. Ach, die lange meinst du? Also die würde ich hier lassen. Die ist in der Mitte ganz gut. Und wenn man die dann sozusagen hier so als Kante macht... Dann hast du da den richtigen Trennstrich. Mal kurz zur Übersicht. So ist es ein bisschen ungünstig. Als Trennstrich ist es besser. So, dachte, so können wir es doch lassen. Dann haben wir jetzt hier eine schicke kleine Duschkabine, eine offene Dusche. Passend zu dem Ort. Und ansonsten ein ziemlich hübsches Badezimmer. Was noch nicht wirklich eingerichtet ist, weil Toilettenpapier und so weiter fehlt noch. Ne? Also die Dekoartikel fehlen definitiv noch so ein bisschen. Aber im Prinzip... Das ist schon mal ein guter Anfang. Jo. Jo, sehr schön. Dann verteilen wir mal das Klopapier. Das Wichtigste verteilen wir jetzt. Das Klopapier. Ich sag dazu mal nix. Wisst ihr, was gerade... Ja. Ich verteile das Wichtigste, das Klopapier, und habe gerade wirklich das Klopapier gesucht. Kann schon mal passieren. Ach, schön. Ups, das ist hier. So, ich hoffe, das ist jetzt alles auf der richtigen Höhe. Und natürlich blendet das mir aus. Okay. So, die lassen wir in der... Lassen wir die in der Farbe? Wartet. Stück heller, ne? So, der Kommode passt ein Stück heller, glaube ich. Ist, glaube ich, der gleiche Braunton. Müsste er sein, ja. Ja, finde ich auch besser. Heller ist, glaube ich, besser. Machen wir das so. Weil eigentlich wollte ich jetzt gucken...
E-Freak, herzlichen Dank für den Follow. Und willkommen im Stream. Hier würde ich dunkler bevorzugen. Wenn wir nicht eine ganz andere Farbgebung nehmen. Aber hier würde ich ein Stückchen dunkler nehmen. Hier will ich immer auf die andere Seite klicken. Das ist irgendwie spiegelverkehrt gebaut hier unten. Grottenschlecht. Was habe ich mir dabei gedacht? So. Was brauchen wir noch im Badezimmer? Handtücher. Da haben wir, ich zeig's nochmal. Wir hätten die hier oder sowas. Links oder rechts. Es geht mir von der Art. Entweder nehmen wir so ein Handtuch im Sinne von schön gestapelt oder wir nehmen so eins über Dings. Da können wir natürlich auch variieren. Aber, also da haben wir ja auch noch andere, wie man sieht. Aber die Frage ist, nehmen wir lieber so schön gestapelte oder nehmen wir lieber oben und unten? Wie wollt ihr das? Das ist die große Frage. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, gut, es ist ein öffentliches Fitnesscenter. Endlich können wir auch das passt vom Style. Ich glaube, ich nehme das hier mal. Also die Handtuchparade. Rechts unten. Das hier. Also so öffentlich. Also nicht so ein gestapeltes Ding, das nicht. Dann fällt das schon mal raus. Wir hätten sozusagen hier vom Style. Ich guck mal kurz, ob es für Ab ins Schneeparadies. Ja, da gibt es nur den Seifenspender. Dann müssen wir den Seifenspender noch einbauen. Wartet. Mittelstellung. Ich kann zwar per Hand schieben, aber ganz ehrlich, das müsste ich ja dann dreimal machen. Das ist auch nicht so schön. Ah, wir können es hier packen. Ist ein bisschen hoch. Aber da die Wand ja nichts wirklich bringt, packen wir es dahin. So, Handtuch kommt gleich. Natürlich auch. Zweifarbig, komm. Zweifarbig gönnen wir uns hier. Keine Ahnung, was das ist. Sieht ein bisschen grün und gelb aus. Oder rot und gelb, um genau zu sein. Wollen wir lieber nicht wissen, was die Sims da verwenden. Warum hier ein Solo? Weil ich vier haben will. Es soll ja ein Sport-Fitnesscenter werden. Und deswegen die werden ja Sport machen. Eigentlich geht es um die Duschen. Und deswegen habe ich da so eins separat gebaut. Das ist einfach nur sehr groß. Wenn ich das hinpacke, sieht es sehr groß aus. Wartet mal. Ist es kleiner? Ich glaube, wir nehmen das. Wenn es in einer schönen Farbe gibt. Ah, das gibt es nur in diesem etwas dunkleren Ton. Aber das passt, denke ich. Da war ein helles dabei, ja. Aber guck mal, wenn ich ihn hell baue, zum Beispiel, also wir können es noch dunkler bauen, aber wenn ich ihn ins Hell baue, zeige ich mal kurz. Ich finde, dann geht es ein wenig in der Optik unter. Also kann man machen, ja. Ich weiß bloß nicht, ob das dann optisch ein wenig trist wirkt. Ja, hell oder dunkel? Moment, wir machen es im Vergleich. Husch. Hell oder dunkel? Links oder rechts? Die Fragen der Fragen. Hell geht auch. So. Mal das Gitter kurz raus. Eigentlich hell passt halt zu den Möbeln, ne? Ja, doch. Doch. Da kam ein hell.
Du hast recht. Ich nehme hell. Alles gut. Nehmen wir hell. Soll ja nicht ins Auge springen, es soll ja nur da sein. Gut, was fehlt noch? Was fehlt hier noch? Vielleicht. Ich guck mal. Pflanze. So. Pflanze, ja, kriegen wir hin. Moment. Wir haben ja hier noch eine zweite Wand. Ja, wir haben ja hier sozusagen noch die anderen Wände. Und das geht. Anders als vielleicht gedacht. Also es wird keine Bodenpflanze, es wird eine Wandpflanze. Muss sie bloß finden. Entweder die. Gibt da aber noch eine zweite Reihe. Die habe ich jetzt schon 300 Mal aufgehangen. Und ich finde sie nicht. Ach, ich hier. Ich wäre für die hier, für die rechtere, im Bild rechts zu sehen. Es ist ganz niedlich mit Weiß. Ja. Das ist so schön dezent, ne? Also kann man auch schön noch einfärben. Ich gucke gerade, ob es hier eine passende gibt. So, vielleicht. Erzähl dir. Oh, Lea, du räusperst dich. Wenn du dich räusperst, ist das ein schlechtes Symbol. Wie viele Häuser hast du schon eingerichtet in deinem Sinmeer? Das kann ich auch an Intoria fragen. Wie viele hast du schon eingerichtet? Denn, oh Gott, das, ja. Ich bin ja da ein richtiger Noob. Warum denn? Nur so. Ich fühle mich dann so. Ich weiß auch nicht. Viele, ja, das habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, wie viele habe ich jetzt mittlerweile? Ihr kennt sie in meiner Galerie, sind sie. Findest die Pflänze niedlich? Die ich gerade entfernt habe, meinst du? Du meintest, wo habe ich sie? Doch eine Zustimmung, okay. Verstehe. Was sind das? Du meintest wahrscheinlich hier die hier, ne? Wo sind die eigentlich drin? Ach, die ich gelassen hatte. Dann lassen wir die. Das ist okay. Weil ich finde die nämlich auch. Also für den Ort hier ist das irgendwie schick. So, eigentlich müssten sie dahin, aber das geht irgendwie nicht. Es geht nur dort. Kleiner sind besser, okay. So, Farbe. Soll es so bleiben oder andere Farbe? Ich tue mich schwer mit dieser Farbe, weil wir können sozusagen so ein bisschen hell, wir können sie auch in weiß, passt dann zur Toilette unten. Weiß nicht, sind zu viele, okay. Ist ein bisschen trist, ne? Ja. Das hier hat so ein bisschen Farbtupfer. Ganz minimal. Das sieht nett aus, aber passt nicht in die Optik hier leider. Und das ist zu dunkel. Also ich glaube, wir lassen es hier in diesem Ton. Oder? Was meint ihr? Und dann könnt ihr euch schon überlegen, ob noch was fehlt. Fürs Badezimmer. Natürlich fehlt was. Was fehlt? Es fehlt eine ganz kleine Sache. Ja.
ich gehe mal in die Fensterabteilung. Oder wolltet ihr in die Dinger keinen Luft rein haben? Bild nicht unbedingt. Da war was mit Lüften und so, ne? Ja, das kommt ein bisschen doof, wenn da kein Fenster drin ist. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich brauche ein kleines Fenster. Geht klein, sagte ich, und ich kriege riesige Fenster gerade. Gehen denn die überhaupt oder sind die so zu breit? Also, es ist das Falsche gewesen, definitiv. Komm, das ist unauffällig. Machst du so ein Fenster, fühlst du dich nicht beobachtet. Da kommt einer von vorbei und kann da mal reingucken, während du da auf dem Klo sitzt. Ganz unauffällig. Wie findet ihr die Idee? Also, vielleicht sollte ich darüber nochmal nachdenken. Also, war nur ein Vorschlag. Was ist da das eigentlich? Ich finde so schade, deswegen habe ich es mal kurz hier hingepackt, das Fenster, es kommt gleich wieder weg, keine Sorge. Ich finde schade, dass man das nicht zumachen kann. Es ist ja hier gezeigt, dass es so geöffnet worden ist und dass die Sims das Ding nicht zumachen können, das finde ich so schade. Dass es wirklich nur ein Objekt ist. Da könnte man nochmal ran. Kann man die Dinger... Oh! Das ist natürlich, das ist auch eine interessante Variante, wenn man Fenster verkleinert. Ich habe es noch nie probiert, deswegen interessant. Das ist groß. Und leider nicht in der Farbgebung, die mir was bringt. Okay. Ja, ich und das Problem der Fenster... Toiletten, wollte ich sagen. Man könnte mit Rollladen. Aber es sieht doof aus. Ja, sieht doof aus. Habt ihr eine Idee, welches man da hinpacken könnte? Als kleines Fenster vielleicht? Sonst wird sowas. Das würde gehen. Moment. Was? Wie? Ich. Ganz oben. Beim Koffersymbol. Koffer-Symbol. Dieses hier. Nehmen wir kurz weg. Das hier. Das geht. Okay, dann nehmen wir das. Und Lea, du sagtest, da ist ein kleines rechteckiges ganz oben in der Licht. Das hier. Du meinst dieses. So, jetzt haben wir hier drei Varianten, die im Prinzip alle gehen, wenn ihr mich fragt. Ja, normalerweise nehme ich das auch immer. Das hier mit diesem Gitter ist interessant. Guck mal, ob wir die halbwegs so einfärben können, dass die halbwegs gut aussehen. Wir könnten, weil es ja so asiatisch wird, könnten wir wirklich hier dieses nehmen. Was sind das? Was Knastis Ausblick? Nein, Ausguck ist es sogar noch schön. Es wird ja noch besser. Knastis Ausguck. Die Sonne nur noch durch Gitterstäbe zu betrachten, kann sehr deprimierend sein. Wenn du dir trotzdem Knastatmosphäre wünschst, liegst du mit diesem Fenster genau richtig bei Level 4 der Polizeikarriere. Aber da sind wir ja hin wie weg. Ich dachte, ich guck mal nach, was es ist, aber damit habe ich nicht gerechnet. Freunde, Knasti ist eine tolle Variante. Also ganz ehrlich, wenn ich mir von außen ansehe, ist es wirklich das, was Lea gesagt hat. Willkommen im neuen Sportclub. Gehen Sie unter die Dusche und Sie kommen hier nie wieder raus.
Sie schließen hier kein Abo oder keine Gebühr für einen Monat nur ab. Nein, Sie bleiben für immer. Oh ja. Ja, die Beschreibungen sind cool. Gucken wir uns mal kurz hier. Fenster, Lichtkasten. Sauber, einfach, minimalistisch, perfekt, Punkt. Natürlich, da brauchen wir nichts. Was ist das? Kein Schnickschnackfenster. Entschuldigung, ich muss mal kurz, das muss ich mal kurz als Erinnerung hier. Schnickschnack. Wenn deine Einrichtung schnörkellos und sachlich sein soll. Nee, da, also. Auf keinen Fall. Ist ja aber auch ein cooler Erker hier. Passt in unsere Einrichtung gar nicht, aber egal. So. Ich würde tendieren zu dem hier. Das sieht von außen irgendwie am besten aus. Es sei denn, wir machen dieses hier. Also Knasti. Auch wenn es schön ist vom Kleinen und allem. Aber Knastis Fenster. Dann schon lieber rund. Sieht hier blöd komisch aus, aber dann lieber rund. Moment mal, gibt es das nochmal ein kleiner? Ne, ein größer. Hm. Auch nicht. Was es nicht alles gibt. Das wird ja noch besser. Da kann man ja jedem zusehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Fenster ist so cool. Das habe ich in dem Restaurant drin. Ne? Das ist so ein schönes Fenster. Sekunde. Da bin ich wieder. Das passt hier oben gerade nicht rein. Schade. Es wäre so schön da oben. Als Abschluss. Das Dach blockiert. Schade. Gut, ich habe mich ablenken lassen. Ich glaube, wir nehmen wirklich hier diese Fassung. Die sieht von draußen halt am leichtesten aus. Moment. Ja. Und die passt halt zu diesem Strich. Die sieht so aus, als ob die da rein gehört, weil die vorrangig in diesen weißen Strich passt. Deswegen nehmen wir die erstmal und gucken mal, was so passiert. Dann haben wir auch ein kleineres Fenster. Eine Sache wollte ich nochmal ganz schnell nachgucken. Wo haben wir denn Vorhänge? Ist ein bisschen lang. Also wir könnten die Fenster, auch wenn die wesentlich kleiner sind, könnten wir sie verhängen. Nur mal so. Das würde gehen. Dann stört uns jetzt wirklich niemand mehr beim Duschen. Sieht sogar, glaube ich, mit diesem Ding gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, alles andere ist nämlich länger. Gut, wir könnten nur mal zum Test. Nein, hier, da, zum Test. Ne, das sieht nicht so gut aus. Ja, was sagt er denn dazu? Dann sind wir mit den Badezimmern fertig. Dann hätten wir die Badezimmer. Sieht doch gut aus. Ja, super. Habt ihr einen Vorschlag, wie wir die Eingangshalle machen? Also, hier vorne kommen die Leute rein. Wie gesagt, ist ein Fitnesscenter, deswegen gibt es jetzt hier oben auch schon platzhaltermäßig
die Laufbänder und dann hier oben kommen noch weitere Fitnessgeräte und dann haben wir es. Die Frage ist nur, was bauen wir hier? Habt ihr einen Vorschlag, was wir da unten noch bauen könnten, damit es schön aussieht und auch ein bisschen in die Richtung asiatisch passt? Einen Vorschlag habe ich schon, den würde ich vielleicht in eine Ecke bauen, während ihr euch mal Gedanken macht. Bin gespannt, was ihr als Ideen haben werdet. Deko, Deko, Deko. Lass mal kurz gucken. Wo war das? Vielleicht sowas, aber ich glaube, ich hatte in meinem anderen Restaurant oder was das war, da hatte ich richtig einen Springbrunnen. Viel Grün jedenfalls, wenn es asiatisch sein soll. Jein, es wird nicht ganz asiatisch, das sage ich gleich. Ich wollte gerade sagen, Empfangstresen, ich glaube, der wird nicht benutzt. Also ich habe schon manche Sim-Gebäude gesehen, also sowohl die mitgelieferten Fitnesscenter als auch das, was ich sozusagen modifiziert hatte. Die hatten vorne einen Empfangsbereich, den habe ich teilweise sogar sowas wie eine Bar gegeben, damit die da unter Umständen noch was trinken können, aber sie gehen nicht ran. Genau, gibt keine Rezeption fürs Fitnessstudio. Eine Sitz-Warte-Ecke könnte man machen. Was sinnvoll wäre, erstmal kurz das, was ich mir dachte. So, das muss sein. Fertig. Nein. Das, wer länger schon hier zusieht, der weiß, das muss einfach mal kurz sein. Der kommt bei mir fast immer in irgendeinem Haus vor. Deswegen. Irgendwelche Regale mit Auszeichnung. Gibt's sowas? Also es gibt ja Auszeichnungen, aber gibt es ein Regal, was sowas, ich sag jetzt mal, simuliert? Das passt hier gar nicht rein. Ich suche gerade was anderes. Nett. Pokale und so weiter. Bob. Sowas. Moment. Platzhalter Pokal. Das ist ein energiegeladenes Dekor. Profisportler kriegen das. Okay. Sowas hier meinst du, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwo raufstellen können. Wäre eine nette Idee. Militärin, Hallöchen, willkommen im Stream. Und ich sehe, du kennst Lea. Schön, sehr schön. So, aber ich bin wieder rausgerissen worden hier. Mensch, ihr beschäftigt mich. Lea kennt Gott und die Welt. Naja, Gott vielleicht nicht, aber die Welt kennt sie. Ich war ja mal ich war schon zwei oder dreimal bei dir im Stream, aber das eine Mal hast du ja auch so schon gesagt, aus allen Ländern irgendwie haben sie sich bei dir da gefunden. Sehr schön. Sag mal, ich finde mein Waschbecken nicht mehr. Also Vogeltränke ist auch ganz nett, aber da fehlt der Vogel für draußen. Ich finde den Springbrunnen nicht mehr. Ich danke für den Follow.
du kannst keine Innenleben bauen, also keine Inneneinrichtung bauen, lernst du vielleicht noch was. Du, das kann sein, rechne nicht damit. Ich lerne nämlich ständig was von euch hier. Ach du, würde ich wesentlich besser Englisch können, hätte ich auch nichts dagegen. Ich habe immer das Sprachproblem, gebe ich zu. Ich kann Englisch wesentlich besser verstehen. Ja, da habe ich nicht so das Problem mit. Aber sprechen, das ist grauenhaft bei mir. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann entspann dich. Ja. Ich suche die ganze Zeit. Ich finde das Ding wirklich gerade nicht. Ist ja wirklich schlimm, ey. Ja. Nein. Maus. Nö. Also irgendwie. Das muss ja hier drunter gewesen sein. Das war dieser ganz klassische uralte Springbrunnen. Die Frage ist bloß, es sind mittlerweile viel zu viele Objekte. Und das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich bei den Sims immer habe. Wenn ich hier was eingebe, dann wird es nichts. Ansonsten packen wir hier wirklich so einen Wasserspender, weil der passt halt. Da ist er. Ach, der war so groß. Das ist mein Problem. Das wirkt zu überladen, oder? Also wenn ihr euch jetzt mal hier die Pokale und so weiter wegdenkt, wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt hier rein. Ja, Kanalpunkte haben wir hier noch nicht. Das ist richtig. Dafür war der Kanal bisher immer zu klein. Die sind nicht aktiv. Das ist richtig. Wirkt zu überladen, oder? Nehmen wir wieder raus. Nehmen wir doch den kleinen Brunnen hier. In einer schickeren Farbgebung. Den eigentlich nur mal so aus Neugier gefragt auf eine Oberfläche stellen. Nur mal aus Interesse. Nein. Der Kleine ist zu klein. Okay. Also du würdest lieber den großen Springbrunnen reinlassen, ja? Können wir machen. Vielleicht findet sich da ja noch ein. Und der große ist zu groß. Das Problem ist bloß, wenn ich den kleiner mache, man sieht es jetzt hier gerade, die Wassermenge bleibt sehr interessant verteilt. Also wir kriegen ihn nicht anders. Er muss in dieser Größe bleiben. Und leider kann ich den nicht anscheinend auf irgendwas raufstellen. Wäre ja auch zu einfach, nicht wahr? Ach, das ist so schade. Gut, also wir könnten den lassen oder halt alternativ, wir gucken was anderes. Das war eben hier. Eigentlich brauchen die ja nur einen Eingang. Die müssen hier hoch. Ja, das ist schade, dass das nicht geht. Ich habe es auch einmal probiert und gedacht, das ist ja witzig, wenn man eben diese Springbrunnen hier kleiner macht, dann bleibt die Fontäne leider oben drauf. Und das sieht im Programm dann nachher blöd aus. Also deswegen, das müsste man dann hier so in diese Richtung machen. Wahrscheinlich sogar in der Farbgebung. So, ein bisschen anders eingefärbt. Ich lasse ihn erstmal ganz kurz. Oder wir nehmen, das geht auch, hatte ich gerade gesehen. Es gab noch eine Vogeltränke, die sieht zwar nicht so beeindruckend aus, weil die nicht sprudelt. Seit wann gibt es denn eine Vogelscheuche? Tilia, erstmal Hallöchen und gute Idee. Gucken wir mal.
So, das sind hier so die Platzhalterobjekte, ja? Also nicht wundern, Platzhalter. So, dann rennen sie erstmal auf den Brunnen zu, wenn sie da reinkommen. Oder. Haha. Ja, ich habe noch eine andere Idee. Andere Idee, die hatte ich nämlich auch schon mal in einer anderen Ecke. Wartet, Brunnen raus. Statue rein. Wir müssen natürlich die richtige Statue finden, ne? Also irgendwas Sportliches, Elegantes. Aber so in der Idee. Du kommst rein, erstmal hier die sportliche Statue oder sowas, wenn es eine gibt. Weggerufen. Ja, also wie gesagt, das wäre eine Variante, irgendeine nette Statue, also nicht hier mit Zylinder, das wirkt ein bisschen komisch. Wir machen ja Fitnesscenter, so, hier. Kommst du erstmal rein, rennst du gegen den. Sieht aber blöd aus. Astronautenkarriere? Ja, ich wollte gerade sagen, wo schaltet sich denn der frei? Wie viele Stunden habt ihr eigentlich so Sims bisher gespielt, wenn ich das jetzt mal fragen darf? Ein Fortnite-Skin. Und Max, Hallöchen, lang nicht mehr gelesen. Ich hoffe, alles ist gut bei dir soweit und willkommen. Schönen Donnerstag wünsche ich. So viele Objekte. Das ist die Vampirstatue irgendwie. Die gibt es nochmal zum Kleinen hinstellen. Würde ich übrigens hier so ein bisschen schief. Ja, also nicht, dass er euch wundert. Die könnten mal ein bisschen schief hinstellen. Jetzt fühle ich mich doch ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Unterspielt. 8000 Stunden, ist da eine 0 zu viel? Ich habe die Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt ein Jahr kommt. Ansonsten. Okay, ich mach das Programm mal aus. Ich komme hier, glaube ich, gerade mal auf. Moment, Origin sagt es mir. Auf 570 Stunden knapp. Okay. Die Antwort 50 finde ich gut. Okay, du spielst nicht viele Games. Sims 4 ist dein Lieblingsspiel. Dann brauche ich gar nicht fragen, ob du die DLCs und Packs und Kits und was es nicht alles gibt hast. Da denke ich mal, da kommt nur die Antwort. Ja. Was ist denn das? So, kommen Sie mal hier rein. Was ist das? Das ist eine Infotafel. Auf jeden Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle. Ist das ein Fitnessstudio? Ja, naja, es kommt eins. Es wird langsam, ja. Also hier oben, du kommst hier unten rein, hier ist nur die Dusche sozusagen. Und hier oben sind dann die Fitnessstudios, ja. Also hier oben geht es dann zur Sache. Und hier unten wird dann geschwommen, ja. Also wir sind noch dabei, das irgendwie hinzukriegen. Aber du sollst dich halt wohlfühlen, wenn du da reingehst. Und deswegen, kleiner Idee für den Empfang. Wir sollten übrigens Fenster noch verteilen. Du hast alle, ja. Auch wenn ich manche echt unsinnig finde. War stark. Staub. Entschuldigung, meine Lieblingsdinger. Und vor allem nachhaltig leben. Das waren jetzt die drei, die ich nicht wirklich gut finde. Aber gut, ja, ich habe sie auch alle. Werden gekauft, klar. Als Fan muss man das machen, ne? Das machen die leider nicht. Fitnesscenter ist komplett gratis. Also du gehst hin, nutzt die Sache, gehst raus. Deswegen Theke könnte man machen, wäre sinnvoll. Ist auch im echten Leben so, aber nicht bei den Sims. Deswegen lasse ich es raus, weil es sieht nett aus, wird aber nicht genutzt. Ja, also da mache ich beim Konstruieren der Häuser immer die
den Kompromiss zwischen was ist im Spiel sinnvoll und was wäre in der Realität sinnvoll. Und bedauerlicherweise ist das ein Part, kann man bauen, wenn man realistisch bauen will, aber es bringt dir leider im Spiel null, außer dass die Sims da immer dagegen laufen, in Anführungszeichen, und den Weg nicht finden. Deswegen finde ich es dann besser, statt hier vorne einen Tresen zu bauen, lieber eine Statue in den Weg zu bauen.